Wir sehen heute eine geradezu historische Rallye an den Aktienmärkten. Und die Gretchenfrage ist jetzt, soll man Rücksetzer kaufen oder soll man Rallyes verkaufen? Das ist jetzt wahrscheinlich die 1-Million-Dollar-Frage. Und ich habe eine ziemlich klare Meinung zu dieser Frage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, es ist historisch, was da passiert ist. Schauen wir uns das mal an. Da sehen wir den DAX etwa mit einem Gewinn von 10,1%. Größte Rallye seit 2008. Andere europäische Indizes 7-8%, teilweise auch die größte Rallye seit 2008. Und dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt Zufall ist, dass wir diesen technischen Rebound sehen, diese technische Erholung sehen, das sehen Sie unten in diesem Chart. Das ist der NYSE, das ist also der Index aller an der New York Stock Exchange gehandelten Aktien um und bei 2000, drei Viertel davon amerikanische Aktien und der Rest ausländische Aktien, also die breitestmögliche Komposition von Aktien, die man in den USA oder als Aktienindexe, die man sehen kann. Und hier sehen wir, dass wir bei wichtigen Trendmarken an wichtigsten Unterstützungen angekommen sind, die kurz unterschritten haben und dann nach oben gegangen sind. Unterstützung etwa im Bereich 2016 oder aus dem Jahr 2016. Also das ist nicht die ganze zufällig. Aber sehen wir sozusagen jetzt eine Entspannung, die eigentlich dazu da ist oder eigentlich begründet, warum wir jetzt eine Trendwende schon gesehen haben. Normalerweise steigen Aktienmärkte in Bullenmärkten nicht 10%, sondern das passiert nur in Bärenmärkten, wo wir massive Abverkäufe sehen und dann ebenso massive Rallyes sehen. In der Summe aber die Abverkäufe eben öfter passieren und größer sind als eben die Rallyes. Und genau das sehen wir wahrscheinlich. Wir haben nach wie vor eine immense Schwankungsbreite im Markt. Schauen Sie mal den S&P, den Leitindex der Welt. Der in Bullenmärkten, erinnern sich an 2017, da gab es Tagesschwankungen 0,4%. Jetzt sind wir bei 4,7% um und bei Tagesschwankungen der Dow Jones an einem Tag plus 1300 Punkte, am nächsten Tag minus 2300 Punkte. Das ist die Realität. Spricht nicht dafür, dass wir jetzt eine Trendwende schon gesehen haben. Auch hier die Volatilität, die schießt durch die Decke und es waren die Derivate, die vorher vor allem diese Volatilität nach unten gedrückt haben, indem man etwa auf einen fallenden VIX, auf eine fallende Vola spekuliert hat. Jetzt sozusagen sehen wir eine Explosion der Volatilität und wir sind trotz der Rallye und trotz eines starken Rückgangs heute beim VIX natürlich immer noch extrem volatil unterwegs. Was ist jetzt eigentlich der Fall? Was passiert jetzt? Wir sehen, dass jetzt im Prinzip die US-Wirtschaft massiv angenockt ist. Wir hatten heute schon die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, dann der Eurozone. Und es zeigt sich da ein Muster. Die Dienstleister, die stürzen regelrecht ab. Klar, Gastronomie, Tourismus, all diese Dinge sind betroffen. Nun ist es so, dass natürlich der Dienstleistungssektor in den USA eine ganz, ganz erhebliche Rolle spielt. Etwas besser laufen derzeit die Gewerbeindizes, also verarbeitendes Gewerbe. Warum ist das so? Weil eine wichtige Komponente in diesen Indizes bei Gewerbe die Lieferzeiten sind und die Lieferzeiten sind derzeit extrem hoch. Nun kann man sagen, ist dieser Index für die jetzige Zeit falsch konstruiert? Denn normalerweise sagt man, okay, wenn die Lieferzeiten lang sind, dann muss viel Nachfrage sein. Das ist ein gutes Zeichen. Also sind lange Lieferzeiten positiv für den Index. Das ist aber jetzt anders. Lange Lieferzeiten heißt einfach schlicht, dass die Lieferketten gerissen sind, dass die Angebotsmöglichkeiten geringer geworden sind. Kein gutes Zeichen. Das aber hält trotzdem diesen Gewerbebereich sowohl in Europa, in Deutschland als auch in den USA noch oben, aber da sollte man misstrauisch sein. Was Chris Williamson hier sagt zum Market Einkaufsmanager Index für die USA ist entsprechend, er sagt, wir sind wahrscheinlich bereits in einer Rezession in den USA. Wir sehen, dass Jobs so stark abgebaut werden wie seit 2008 nicht mehr, vor allem der Dienstleistungssektor ist betroffen und eben dieser Dienstleistungssektor, der ist so immens wichtig für die amerikanische Wirtschaft, die besteht ja fast nur aus Dienstleistungen. Wir haben praktisch ja 17% in der Wertschöpfung, 18% haben wir Produktion, der Rest ist im Prinzip Dienstleistung. Da hängen die meisten Jobs dran etc. etc. Und hier haben wir heute einen Wert gesehen unter 40. Das zeigt sozusagen, was da auf die Amerikaner zukommen wird. Und wir sehen jetzt eben, oder was wird jetzt bei den Märkten passieren? Ist das jetzt sozusagen die Trendwende? Ich meine ja nein, aber da können Sie eine andere Meinung haben. Die Historie zeigt, dass wir es hier mit einem Bärenmarkt zu tun haben, bestätigt gerade durch solche Anstiege wie heute, DAX 10%, US-Indizes 7-8%. Und wo könnten wir hinlaufen? Wir könnten an bestimmte Retracement-Levels laufen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen oben das Top bei knapp 3.400 Punkten im S&P als Referenzgröße, zeichnen dann hier ein, das Tief so im Bereich 2.200 Punkten in etwa.
Und dann wäre das 38er Retracement bei 2600 und 78 Punkte. Da wäre immer noch Strecke nach oben, wo wir aktuell stehen. Das heißt, denn natürlich kann man vielleicht noch den Rücksetzer jetzt kaufen, weil man sich sagt, okay, diese technische Korrektur, die ist noch nicht abgeschlossen. Okay, aber übergeordnet glaube ich nicht, dass man die Rallye kaufen sollte. Weiteres Retracement wäre hier etwa das 50er Retracement, dann wären wir bei 2813 Punkten oder das 61,8er, dann wären wir bei 2950 Punkten. Oder wir schauen uns mal an, was alternativ passieren könnte, indem wir nämlich auch wieder auf Fibonacci-Ebene mal gucken, was war das Tief im Jahr 2009 beim S&P. Das waren 666 Punkte. Das Hoch waren eben 3000, knapp 400 Punkte. Und da wären wichtige Retracement-Levels etwa das 61,8er. Da wären wir bei 1688 Punkten. Das heißt, da hätten wir um und bei ja, 750, 800 Pünktchen noch nach unten. Und das ist natürlich eine gewaltige Strecke. Das sind 30-40%, so Pi mal Daumen, die wir noch nach unten müssten. Und ich glaube, dass wir diesen Weg noch gehen müssen, egal wie stark jetzt sozusagen diese technische Korrektur ausfällt. Schlichtweg, weil die Realwirtschaft das uns diktieren wird. Und die große Frage ist ja jetzt zwischen Bullen und Bären, oder die große Diskussion zwischen Bullen und Bären ist ja die. Die Bullen sagen, okay, wir haben jetzt eine abstürzende Realwirtschaft, aber die Finanzwirtschaft, die Finanzmärkte werden sich so stark entkoppeln von dieser Realwirtschaft, weil jetzt eben dieser Liquiditätszunahme durch Notenbanken, durch Regierungen der Fall ist. Dementsprechend wird das gar keine Rolle mehr spielen, wie die Realwirtschaft aufgestellt ist, weil die Finanzmärkte praktisch ein eigenes Leben spielen. Nun müssen wir uns natürlich erinnern, dass genau das die Logik war zwischen der Finanzkrise 2008 und heute. Da haben sich auch die Finanzmärkte völlig von der Realwirtschaft abgekoppelt. Aber ich denke, dass das Coronavirus sozusagen ja genau das Element ist, was die Dinge wieder auf die Basis zurückbringt. Also ich gehe eher davon aus, dass wir eine Wiederankoppelung zwischen Finanzmärkten und Realwirtschaft haben. Das ist genau der Punkt. Hier sagt zum Beispiel Crescent Capital und Value Walker sagen, der Crash wäre so oder so gekommen. Es brauchte nur einen Katalysator, weil wir praktisch Rekordniveaus in Bewertungen hatten, weil wir historische Hebelungen hatten, die jetzt erstmal ein bisschen enthebelt wurden, und weil wir fundamental so stark überbewertet waren wie nicht mal 1929 in der Weltwirtschaftskrise. Und eben jetzt sehen wir, was da passiert, und es ist ein bisschen passiert. Und jetzt ist die Frage, wie macht man weiter? Diese Grundsatzfrage, gehen wir wieder zur Arbeit, auch wenn es dafür ein paar Tote mehr gibt. Aber wer weiß, wenn die Wirtschaft jetzt weiter stillsteht, dann gibt es vielleicht noch mehr Tote. Und Donald Trump möchte jetzt möglichst schnell wieder, dass Amerika zur Arbeit geht. Denn er hat da auch, neben dem amerikanischen Interesse, natürlich ein persönliches Interesse. Denn er ist ja, wie Sie wissen, Immobilienmogul. Und wir sehen hier, dass die Commercial Mortgages derzeit schwer, schwer unter Druck geraten. Also praktisch der gesamte Bereich für Geschäftsgebäude. Donald Trump besitzt ja Hotels, besitzt Bürotürme etc. Also er hat ein eigenes Interesse, dass da bald wieder gearbeitet wird, sonst rutscht ihm diese ganze Geschichte persönlich weg. Dementsprechend ist eben jetzt diese Entscheidung so schwer zu treffen. Macht man weiter und verhindert damit den totalen Kollaps der Wirtschaft, der absolut kommen muss, wenn die ganze Geschichte jetzt, sagen wir mal, 3 Monate stillsteht? Oder riskiert man dann eben eine weitere Ausbreitung der Epidemie respektive der Pandemie, was teilweise realwirtschaftlich schon der Fall ist, haben wir heute in Norwegen gesehen. Da ist die Arbeitslosenquote von 2,3% auf über 10,4% gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen, hat sich also fast verfünffacht, und das ist etwas, was auf die Amerikaner zukommen wird. Das ist ein Stück weit etwas, was auf die Europäer zukommen wird. Das ist die Realwirtschaft, und ich glaube nicht, dass die Finanzwirtschaft sozusagen als Traumtänzer in ganz anderen Höhen angesichts dieser Realität sich weiter wird entkoppeln können, sondern dass das Coronavirus genau das Element ist, das diese beiden Dinge überfälligerweise wieder zusammenbringt. Schauen wir uns ein paar Charts an. Was ist da zu sehen? Was ist da zu sagen? Wir starten mit dem DAX, der jetzt bei 9.546 Punkten ist, wie gesagt, größter Anstieg seit 2008, auch wenn wir schon ein paar Pünktchen höher waren. Wir sehen den S&P 500 bei 2.376 Punkten. Wir waren schon über der 2.400er Marke. Wir sehen jetzt also erste Rücksetzer. Wir sehen den Nasdaq, der sich besser hält, auch heute wieder, schon gestern bei 7.360. Was macht der Euro? Der kann zulegen oder konnte zulegen, kommt jetzt aber auch ein bisschen zurück.
Panik heißt Dollarkäufe, heißt Enthebelung von Leuten, die in Dollar verschuldet sind. Dementsprechend sehen wir schon, dass am Devisenmarkt die ersten Umkehrsignale kommen. Wir haben gestern, heute Morgen schon gesehen, als der Devisenmarkt, als der Dollar schwächer wurde, war das praktisch ein Startsignal auch für die Rallye heute. Wir sehen Gold aktuell bei 1634, waren wir auch schon einen Schnaps höher. Auch das ist ein Indikator. Müssen sich die Hochgehebelten, die auf Goldpositionen, auf Goldderivaten long sitzen, müssen die sich weiter enthebeln? Ja, nein. Wir sehen Öl, das sich zwischenzeitlich erholen konnte, aber jetzt auch wieder ein bisschen zurückkommt. All das spricht dafür, nach meiner Auffassung, dass wir in einer Bärenmarkt-Rallye sind, dass die Enthebelungen weitergehen, dass das Schlimmste noch vor uns liegt, auch wenn wir zwischendurch solche Rallyes sehen wie heute. Der eine oder andere wird es vielleicht anders sehen. Ich sehe es so, das ist eigentlich ein Muster, das wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben. Es müsste schon sehr Außergewöhnliches passieren. Es müsste etwas passieren, was eigentlich noch nie passiert ist, nämlich, dass wir solche Bewegungen sehen, die dann völlig anders ausgehen als 1929 folgende, als 2001, als 2008. Aber vielleicht ist ja diesmal anders, nur ich glaube es nicht und wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.